immer schöner durch mein Geld. Das ist alles nur. Hunderte Menschen demonstrierten vor dem Grazer Landhaus gegen das geplante Bettelverbot, das im Landhaus am Dienstag beschlossen werden soll. Menschen aus allen Bereichen, von der Kirche bis zu den Kommunisten, setzten ein Zeichen gegen das Gesetz. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Niemand demonstriert für das Betteln, sondern dagegen, dass man arme Menschen aus unserer Stadt vertreibt, während wir in einem Wohlstand leben, der manchmal nicht mehr zum Aushalten ist, was bei uns weggeworfen wird, verschwendet wird, wie viel Geld ins Casino getragen wird und an andere Orte, das möchte ich hier gar nicht erwähnen. Und wir wollen als 250.000 Menschen umfassende Stadt, die wir im Wohlstand leben, 70 Menschen nicht aushalten, die stumm, ohne jemandem was zu tun, einen Becher hinhalten. Sie demonstrieren gegen das Bettelverbot. Warum? Weil man Armsein nicht verbieten kann. Weil es ein Menschenrecht sein muss, dass man um Almosen bitten darf. Jetzt sagt die Politik, dass es für den Tourismus schlecht wäre, wenn die Bettler da sitzen. Verstehen Sie das? Ja, da hat die Politik sicher recht, aber ich glaube, das muss man aushalten. Diese Herzlosigkeit, diese unglaubliche egoistische Brutalität, die sich in den letzten Monaten breit gemacht hat, geschürt durch Politiker, die nichts wollen, als wie nur ihre Stimmen zu maximieren. Die soll einmal aufgebrochen werden. Und das sollen Menschen nachdenklich werden, ob wir nicht doch etwas herzvoller sein sollen und mitleidsvoller sein sollen. Ein Gespräch mit Betroffenen war leider nicht möglich. Darf ich mit Ihnen kurz reden? Ich bin Ausländer, kein Wort, verstehe Deutsch.